Hey Leute, euer Gerhard ist hier. Und ja, Minecraft Stuff lebt. Das ist schon mal die super Nachricht, die viele von euch schon wussten. Wenn ihr mir auf Facebook gefolgt seid, da habe ich das ja geschrieben und dann auch unter die Kommentare der inzwischen sehr, sehr viel geguckten Videos, die es sich eben um die Thema Minecraft Stuff drehen. In diesem Video will ich mit euch darüber sprechen, was eigentlich passiert ist. Und dabei versuche ich so offen wie auch nur möglich zu sein. Es gibt so ein paar Dinge, wo er mir gesagt hat, die will er nicht, dass sie öffentlich werden. Also ein paar Details muss ich euch leider vorenthalten, aber das ist halt, wie gesagt, von ihm nicht gewünscht und das respektiere ich absolut. Er hat mir aber auch gesagt, er vertraut mir vollkommen. Ich wollte ihm erst die Möglichkeit geben, das Video, das ich das hier eben aufnehme, ihm erstmal als ungelistet schicke. Das kann man eben machen, man kann Videos auf ungelistet stellen, sodass es nur Leute sehen können, die den Link haben, damit er gegenprüfen kann, passt das dann wie das Video, wie es eben ist. Darauf hat er verzichtet, weil er gesagt hat, okay, er vertraut mir da vollkommen, dass ich das eben in seinem Sinne mache. Ich hatte ihn aber auch gefragt, bist du denn bereit, mit mir eine kleine Aufnahme zu machen hierzu? Das wollte er nicht. Warum er das nicht wollte, klären wir auch nochmal in diesem Video. Und bevor wir uns ums Eingemachte kümmern, was jetzt also eigentlich los war mit ihm, möchte ich erstmal nochmal einmal Danke sagen an alle, die mich in letzter Zeit abonniert haben. Aber im gleichen Zug auch sagen, so sehr ich euch auch dankbar bin, ich weiß natürlich auch, dass viele von euch aus einem gewissen Grund hier sind und dass es dieses Video oder dieser speziellen Videos, die sich um das Thema Minecraft-Stuff eben drehen. Und ich finde es nicht schlimm, wenn ihr mich danach deabonniert, weil mir bringen natürlich Abonnenten, die an meinem Content an sich kein Interesse haben, relativ wenig. Und das muss man dann auch mal ganz pragmatisch sehen und ist ja auch nicht böse von mir gemeint und ich finde es auch nicht böse von euch, wenn ihr den Deabo-Knopf drückt. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich heute nach diesem Video ganz viele Abos verlieren werde, ist aber vollkommen legitim. Macht das ruhig, da haben ja sonst beide Seiten nichts von. Denn die Interessen sollten sich ja dann doch irgendwo decken. Aber wie dem auch sei, jetzt zum Thema. Wie hat mich denn jetzt, oder wie ist denn jetzt Minecraft Stuff auf die Sache aufmerksam geworden? Wie habe ich herausgefunden, dass er lebt? Ganz einfach. Nach dem zweiten Video, was ich zu ihm gebracht habe, habe ich einen ziemlich überraschenden Anruf bekommen. Und da war er dran. Und ich war erstmal fassungslos am Telefon. Und wir haben dann erstmal lange geredet. Haben aber dann das Eigentliche, was passiert ist, also ich habe ihn dann auch gefragt, ob er da schon drüber reden will, hat er gesagt, nee, du, pass auf, steht jetzt noch eine wichtige Untersuchung an. Und danach bequatschen wir das dann mal in einem längeren Gespräch, wenn ich aus dem Krankenhaus raus bin. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, anzusetzen. Wir fangen mal an zu dem Zeitpunkt, als ich das Gefühl hatte, den Kontakt verloren zu haben. Da bleibt auch noch ergänzend zu sagen, wir haben zwar im letzten Video schon ein paar Sachen aufgeholt, dass er noch bei Twitter geschrieben hatte und so weiter. Es war aber auch noch so, dass er noch zwischendurch ein Interview gegeben hat. Das war tatsächlich kurz davor, bevor er in Behandlung gegangen ist. Da setzen wir jetzt auch mal ein. Für mich ist es jetzt ein bisschen schwer, es ist ein bisschen Zeit vergangen seit dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe darüber. Ich wollte das auch erstmal setzen lassen, einen richtigen Zeitpunkt dafür finden. Den halte ich für jetzt gekommen. Ja, warum Behandlung? Was war da los? Also, man muss dazu sagen, sein Opa hat wohl eine Krankheit gehabt. Auf die Krankheit im Spezifischen will ich nicht eingehen. Da bin ich auch medizinisch gar nicht, ja, kenne ich mich gar nicht so aus. Er hat mir das alles erklärt. Das ist schon eine komplexere Krankheit gewesen, die man nicht einfach mal so schnell erklären kann. Oder selbst wenn ich die in den Raum stellen würde, müsste man sich darüber erstmal informieren, was das denn eigentlich ist. Also es ist nicht so was Geläufiges, was viele Menschen haben. Und ja, sein Opa ist eben daran gestorben. Und das Ganze ist eben auch erbbar. Und blöderweise hat man kurze Zeit bei ihm später auch das festgestellt und das Absurde an der ganzen Geschichte ist, dass ohne dass das seinem Opa passiert wäre, hätte man es wohl gar nicht so schnell rausgefunden, weil man dann direkt eben auf diese Krankheit hin ihn eben untersucht hat und sonst erstmal im Dunkeln gefischt hätte, was er denn da eigentlich hat. Und somit ist er dann erstmal ja quasi in Therapie, in ambulante Therapie gegangen, um das behandeln zu lassen. Und das ist jetzt für einen jungen Menschen, wie er nun mal ist, ein sehr harter Einschnitt. Und da haben wir auch schon einmal die eine Antwort, die Begründung, warum hat er uns das nicht wissen lassen oder mich nicht wissen lassen oder die Welt nicht wissen lassen, was da eigentlich los ist. Er hat einfach, als er die Diagnose bekommen hat, und das kann ich absolut nachvollziehen, er hat es ihn natürlich komplett erschüttert und dann ist man natürlich erstmal fertig und hat ganz andere Dinge im Kopf als diese ganzen Social-Media-Kram wie YouTube, Facebook, sonst was. Und hat das einfach ruhen lassen. Hat auch in sein WhatsApp nicht mehr reingeguckt. Da habe ich ja auch gesehen, dass er meine Nachrichten nicht gelesen hatte. Das heißt, da hat er dann nicht mehr reingeguckt.
und hat alles beiseite gelassen und nur seine allerengsten Freunde und Familie waren eingeweiht, was überhaupt los ist. Ja, und dann war er da in Therapie und hat sich behandeln lassen und hat gehofft, eben, dass Besserung sichtbar ist. Und der Punkt ist, warum das so gravierend ist und warum plötzlich alles weg war, auch eben, dass es eine lebensbedrohliche Erkrankung war. Also wenn es blöd gelaufen wäre, wäre es tatsächlich so eingetreten, wie es in dem allerersten Video, was ich zur Thematik gemacht hatte, eben vermutet habe. Also das ist für mich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das ein absolut nachvollziehbarer Grund erstmal. Er hat sich im Übrigen dann auch bei mir entschuldigt, dass er es zumindest mich nicht hat wissen lassen, was mit ihm los ist, und er war auch total überrascht. Im Nachhinein, wir haben jetzt dann geredet, ja, wie die Rückmeldung so aus dem Netz war, also von den YouTube-Kommentaren, bei Facebook und so weiter, was da abging und wie viele Leute ihm da positive Dinge eben gewünscht haben, ohne zu wissen, was mit ihm eigentlich ist. Und das hat ihm auch wirklich berührt und Kraft gegeben, und er kann auch so sagen, ist jetzt komisch für mich, so über die Dinge, die jemand anderes gesagt hat, zu reden. Muss ich dazu sagen, er hat halt dann auch gesagt, dass ihm meine Videos auch sehr nahe gegangen sind, zu Tränen gerührt haben, was mich dann wiederum sehr gerührt hat. Es war alles sehr rührselig, unser Gespräch, was wir da geführt haben. Und hat sich halt auch bei mir entschuldigt, dass er sich nicht gemeldet hat, was ich natürlich auch angenommen habe, weil so eine Situation, das wirft dann halt komplett aus der Bahn. Und ich und viele von euch sind hoffentlich eben mit bester Gesundheit gesegnet und müssen sich mit solchen Dingen nicht in ihrem Leben oder ihrem Alltag rumschlagen. Und deswegen ist es vielleicht für uns ein bisschen schwerer nachzuvollziehen, wenn man so eine Diagnose kommt, was damit einem passiert. Und ja, gerade wenn man das Leben schätzt und es einem gut geht und dann so eine Diagnose bekommt, dann zieht es einen eben komplett von den Latschen. So, wie ist er dann eigentlich darauf aufmerksam geworden, was so los ist im Netz? Nach meinem zweiten Video, das war Minecraft Stuff, die offenen Fragen, hat ihn tatsächlich ein Freund kontaktiert und darauf hingewiesen. Und dann hat er tatsächlich auch in WhatsApp reingeguckt, meine Nachrichten gesehen, die ich ihm hinterlassen habe, hat sich die Videos angeguckt und hat mich dann direkt angerufen. Es war dann irgendwann wirklich spät abends, 12 Uhr rum oder sowas. Und wie gesagt, ich war einfach fassungslos. Also ich wusste auch gar nicht, was ich groß sagen soll. Und das war dann so, dass er dann wirklich noch eine wichtige Abschlussuntersuchung hatte, wo dann wirklich geklärt werden sollte, ob er entlassen werden kann aus dem Krankenhaus oder nicht. Kurze Zeit darauf, das war dann glaube ich 3 Tage später nach dem Anruf. Und die ist positiv verlaufen. Dann haben wir uns quasi 2 Tage, nachdem er entlassen worden ist, circa, weiß ich nicht mehr ganz genau, haben wir uns dann unterhalten. Das war dann das längere Gespräch, wo wir dann eben auch die Sachen geklärt haben, was jetzt machen, ob er in dem Video mit dabei sein will oder eben nicht. Und dazu will ich dann auch nochmal was sagen, was er jetzt vorhat, also ob es seinen Kanal weiter gibt und so weiter. Und da haben wir das eben dann besprochen. Und erstmal ist es natürlich eine fantastische Neuigkeit. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich kann das jetzt hier gar nicht wiedergeben. Wie gesagt, ich fühle mich eher so als Überbringer der frohen Kunde, aber habe jetzt mir irgendwie auch so eine Verpflichtung aufgehalst, dieses Video irgendwie machen zu müssen. Ja, und es hat was gebracht, also wir haben da was bewegt, er ist darauf aufmerksam geworden, sonst hätten wir vielleicht womöglich nichts gehört, so traurig das auch wäre, oder vielleicht erst viel später, beziehungsweise dazu will ich ja, wie gesagt, noch kommen, ob wir da nochmal was von ihm hören, ob er noch was vorhat auf YouTube. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Thematik, die auch ein Thema waren, also die auch nochmal alte Dinge von alten Videos aufarbeitet, mit denen wir uns einfach beschäftigt haben, und zwar die Löschung seines Facebook-Accounts. Dazu sei gesagt, dass ich lediglich das wiedergebe, was er zu mir gesagt hat. Ich kann nichts beweisen, ich gebe das nur wieder. Ich habe da auch eine eigene Meinung zu, die kann ich auch wiedergeben, aber betrachte das nicht als Fakt. Ich sage das, um mich rechtlich abzusichern, muss ich dazu sagen, dass ich hier nur meine eigene Meinung verkaufe und eben die Meinung, was heißt die Meinung, etwas wiedergebe von einer anderen Person, die das so zu mir gesagt hat, wo ich aber nicht überprüfen kann, ob das der Wahrheit entspricht. Okay. Minecraft Stuff hat seine Facebook-Seite nicht, also die Rechte daran nicht aktiv übertreten, so wie es von Planetkey dargestellt worden ist. Die Seite wurde gelöscht nach einer gewissen Zeit, wir haben ja festgehalten, es hat sich, wurde erst umbenannt auf Planetkey.io und wurde dann gelöscht, die Seite. Das war auch nicht in seinem Sinne, also er hätte seine Facebook-Seite gerne noch behalten, weil er eben da auch viele Follower hatte, und das hat ihn auch ganz schön überrascht, dass das so passiert ist. Aber das muss jetzt eben Planetkey und Minecraft Stuff
untereinander klären. Ich mische mich natürlich nicht an, ich kann das nur so wiedergeben, wie das eben war. Was ich aber auch sagen muss zur Verteidigung von Planet Key mit dem Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, ich glaube wirklich, dass dieser Mitarbeiter im Speziellen der Überzeugung war, dass diese Rechte an Planet Key mal übertragen worden sind. Dazu war der Wissensstand aber auch wohl nicht ganz korrekt, weil Planet Key immer davon gesprochen hat, ja, man muss da Urheberrechte und dies und jenes haben bei Facebook. Inhaberrechte hieß es, genau, haben sie immer davon gesprochen, Inhaberrechte braucht man bei Facebook, damit man da was löschen kann oder die Seiten umbenennen kann. Tatsächlich hat das Facebook, das könnt ihr jederzeit nachgoogeln, das geändert, dass man als Administrator auch die Möglichkeit dazu hat. Ja, auf jeden Fall, Fakt ist, da gibt es noch was zu klären unter diesen beiden Parteien. Aber aufgrund dessen, dass er eben jetzt so eine Erfahrung gehabt hat, sind halt erstmal andere Dinge wichtiger. Das heißt, es wird jetzt nicht sein, dass es dann Rechtsstreit gibt oder sonst was. Er hat es akzeptiert, wenn man so eine Erfahrung einfach gemacht hat, dass es ums eigene Leben geht, das eigene Leib und Wohl, dann sind andere Dinge einfach viel, viel untergeordneter und betrachtet die gar nicht mehr so kritisch. Ja? Und deswegen, das werden die untereinander klären. Ich habe dann auch zwischen beiden kurz vermittelt, also auch nochmal die Nachricht von ihm weitergegeben, dass er sich bei Planet Key eben nochmal melden wird, wenn er wieder auf dem Damm ist und für alles einen Kopf hat, und dann werden die das untereinander regeln. Da würde ich euch auch bitten, sich da nicht einzumischen oder sowas. Das können die untereinander klären. Gut, das wollte ich auch noch mal erwähnt haben, was da eben passiert ist. Und jetzt nochmal abschließend, wie geht es denn mit ihm weiter? Also erstmal hat er gesagt, okay, er will sich jetzt hier in diesem Video nicht äußern, was mich natürlich gefreut hat, aber ich verstehe es auch, weil er gesagt hat, okay, das würde so klingen, als ah, ich bin jetzt wieder da und da kommt was, aber es ist ja nicht so. Er überlegt sich das ganze Thema YouTube nochmal, das heißt, wenn es gut läuft, will er Sommer oder Spätsommer weitermachen mit YouTube. Kann aber auch sein, dass er sagt, nee, ich lasse das komplett liegen, was ich natürlich nicht hoffe und ihr vermutlich auch nicht, sonst würdet ihr dieses Video nicht gucken. Also drücken wir da mal die Daumen. Ihr könnt natürlich auch ermunternde Botschaften unten in die Kommentare für ihn nochmal schreiben, wie ihr das finden würdet, wenn er weitermacht. Oder abschließende Worte, falls er nicht weitermacht, was ihr ihm mit auf den Weg geben wollt. Ich kann einfach nur nochmal sagen, auch wenn ich dir das schon direkt gesagt habe, weil ich weiß, dass du dieses Video sehen wirst, ich freue mich einfach riesig, dass es dir wieder besser geht. Und ich weiß, die ganze Sache mit der Gesundheit ist noch nicht hundertprozentig weg. Es werden da immer wieder Nachfolgeuntersuchungen folgen und da drücke ich einfach die Daumen, dass da nichts wiederkommt und dass alles in Ordnung bleibt und du einfach ein schönes, erfülltes Leben führen kannst, ohne gesundheitliche Einschränkungen. Von ganzem Herzen. Ja, und ich denke, mit diesen Worten können wir das Video dann auch beenden. Ihr könnt natürlich auch nochmal unten in die Kommentare schreiben, wenn noch irgendwas unklar war oder ihr Fragen habt, dann bin ich da auch in den Kommentaren, weil ich schreibe mir für solche Videos kein Skript oder sowas, ich labere da einfach drauf los und dann habe ich im Nachhinein oftmals das Gefühl, Mensch, du hast Punkt XY irgendwo vergessen oder unter den Tisch fallen lassen. Das ist aber gar nicht meine Absicht, sondern ich ärgere mich da, wie gesagt, selber öfters mal drüber. Also wenn ihr der Meinung seid, da sind noch ein paar Sachen unklar, schreibt es mir. Wie gesagt, es gibt halt ein paar Sachen wie, was war es genau für eine Krankheit oder sowas. Darf ich halt einfach nichts zu sagen und solche Sachen. Also werde da nicht zu spezifisch. Aber allgemeine Dinge, wenn ich sie beantworten kann, dann schreibe ich euch auf jeden Fall in den Kommentaren. Ach ja, was wir auch noch gesagt haben, das hätte ich jetzt fast ganz unter den Tisch fallen lassen, das ist natürlich auch noch eine wichtige Information. Wenn er wieder was auf YouTube machen sollte, dann hat er mir auch schon hoch und heilig versprochen, wir bringen bei mir erstmal ein Video, wo wir zusammen nochmal ein Video machen, wo er nochmal aus seiner Sicht der Dinge erklärt, was passiert ist. Vielleicht kann er da auch noch ein bisschen mehr Preis geben. Wie gesagt, ich respektiere halt einfach seine Wünsche und will nichts raushauen, was er nicht will, dass eben publik wird. So, das soll es jetzt aber wirklich endgültig gewesen sein. Ich bedanke mich bei den temporären Abonnenten, aber natürlich auch bei den Abonnenten, die mir schon lange die Stange halten und die auch in Zukunft meine Videos gucken. Ich weiß, es ist nicht ganz so leicht auf meinem Kanal zurzeit. Ich bringe zwar regelmäßig was, aber hänge immer noch mit meinem Game of Awards 2016 hinterher. Und ich hoffe einfach, dass wenn ich jetzt dann in Zukunft irgendwann dann umgezogen bin, eine ruhigere Wohnung habe, dass ich dann da meinen Flow wiederfinde und den Content, den ich bringen will, bringen kann. Und ich entlasse euch jetzt in einen hoffentlich schönen Tag oder Abend mit dieser guten Nachricht. Wirklich für all diejenigen, die es vielleicht jetzt erst in diesem Video mitbekommen haben. Ich habe das ja eigentlich schon bei Facebook und in den YouTube-Kommentaren oft geschrieben, dass es ihm wieder gut geht und dass er am Leben ist. Und dass wir uns Gott sei Dank getäuscht haben, oder ich mich Gott sei Dank getäuscht habe mit meinem ersten Video.
Und ja, unabhängig davon, ob er jetzt weiter Videos macht, können wir einfach froh sein. Ihm geht's gut. Und das sollte uns jetzt auch allen ein gutes Gefühl geben. In diesem Sinne, macht's gut. Haut rein.